Die Bild-Sprechstunde mit dem Hypnotiseur Jan Becker und der Gesundheitsfrage: Rauchfrei durch Hypnose. Wie funktioniert das? Wir verbinden zum Beispiel die Zigarette mit einer Entspannung. Und im Grunde genommen ist aber in der Zigarette, da sind 3000 Giftstoffe drin, an Chemikalien, die uns irgendwo töten, und nichts ist entspannend drin, sonst wäre es nämlich auf dem Betäubungsmittelindex. Aber wir denken, wir entspannen. Und was dahinter steckt, ist ein System im Gehirn, in unserem Bewusstsein, das uns als Symbol Entspannung suggeriert. Und der Hypnotiseur schafft es, dieses Symbol zu nehmen, umzudeuten, sodass die Zigarette eben nicht mehr die Entspannung ist zum Beispiel, sondern das Atmen alleine nur, sodass ich die Zigarette gar nicht mehr brauche. Wir schaffen in der Hypnose vielleicht die Zigarette als den Ort für all das Negative, das man mit dem Rauchen verbindet. Die Person in der Trance, in der Hypnose, hat die Vorstellungskraft so gesteigert, dass sie all das in die Zigarette hineingibt, was sie eigentlich nervt am Rauchen, oder die Angst vor Krebs und so weiter und so fort. Das ist alles drin in diesem Stängel. Und die Verbindung dann zu den Ängsten ist verankert in der Zigarette. Das bedeutet, wenn ich die in mein Leben zulasse, dann habe ich diese Angst. Wenn nicht, ist diese Angst weg. Ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen. Man kann beim Rauchen eher von einer Gewohnheit sprechen, die jetzt eine neue Befriedigung gefunden hat. Wie schnell werde ich rauchfrei durch Hypnose? In der Regel ist die Sitzung 1,5 Stunden lang, ja, und das Ziel ist es, nach einer Sitzung fertig zu sein. Die Hypnose ist kein Abracadabra-Zauberstab-Technik, also du gehst nicht zum Hypnotiseur, der tippt dir auf die Stirn und ist nicht Raucher, sondern sie hilft dir, Selbsterkenntnis zu finden, was du tun kannst, ganz individuell in deinem Leben, um nicht mehr die Zigaretten in deinem Leben dabei haben zu müssen. Und das eigentliche Nichtrauchen passiert außerhalb der Sitzung. Also es bedeutet, ein Impuls sollte ausreichen, um dann nie wieder zu rauchen. Und die Hypnose hat einen großen Vorteil, dass wir nichts zusätzlich wie Pflaster oder Dragees oder sonst irgendwas brauchen, sondern nur unser Geist, unser Bewusstsein erfährt eine neue Erkenntnis. Und diese Erkenntnis führt dazu, dass Zigaretten in meinem Leben keine Rolle mehr spielen. Ich lasse sie ganz leicht einfach dann weg. Was unterscheidet Hypnose von anderen Therapien? Und man muss sich eine Hypnose manchmal so vorstellen: alle Menschen, die du kennst, haben dir schon gesagt, das ist nicht gesund, mach was anderes und so weiter und so fort. Und jetzt bist du beim Hypnotiseur, der sagt dir vielleicht genau das Gleiche, was du schon 1000 Jahre gehört hast, und plötzlich kommt die Erkenntnis, weil wir konzentriert sind, entspannt sind, den Fokus auf die eine Sache ausgerichtet haben und unserer Imagination eine Möglichkeit geben, eine neue Erkenntnis zu bekommen. Und das ist das Starke an der Hypnose.